Ist ja 4K. So, jo, wie soll ich überhaupt anfangen? Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wie ihr im Thumbnail bereits gesehen habt, werde ich heute meine drei Mäuse vorstellen. Und zu jeder Maus werde ich was sagen und ja, let's go. So. Fangen wir mal mit der an. Das ist jetzt die erste Maus, die ich hatte, und die ist, ja, wie man merkt, am Kabel. Sagen wir mal so, ich habe nichts gegen Kabel. Kabel sind gut für die Performance und man muss sie nicht aufladen, keine Batterie haben, bla bla bla, aber das Kabel stört mich, weil ich nur einen Puffer von circa, ja, 20 cm habe von meinem Bildschirm bis zu meinem Mauspad und zwischendurch muss auch noch meine Tastatur drauf und das Kabel wabbelt dann da irgendwo rum und das stört halt einfach beim Arbeiten oder beim Zocken oder beim Videos schneiden oder allgemein, ja. Deswegen musste ich umsteigen, aber sie funktioniert halt auch noch, also ja, was soll ich dazu sagen, sie funktioniert halt noch. Das Einzige, was mich halt gestört hat, ist das Kabel und das übelst laute Klickgeräusch. Und man sieht das hier auch schon. Ja, es ist einfach komplett dreckig. Warum zeige ich meine dreckigen Mäuse? Warte, ich putze die mal kurz. Zwei, drei Minuten warten, sollten die endlich mal trocken sein eigentlich. Und wie gesagt, ich habe halt diese Maus nicht benutzt. Jetzt sauber. Das ist immer noch nicht sauber. Egal. Weil es ein Kabel hat und weil das Klickgeräusch ist einfach zu laut. Es ist übelst laut. Es ist nicht gerade schlecht, aber es nervt halt manchmal. So, zweite Maus. Zweite Maus ist eine Microsoft Wireless Mobile Maus 1000, beziehungsweise 1000 für die Deutschen unter uns. Unter uns. Hahaha. Und jo, das ist halt so eine, ja, regular Maus. Das einzige Problem an dieser Maus ist halt einfach nur, dass sie übelst klein ist. Weil im Vergleich zu dieser hier, wo meine Hand komplett ausgefüllt ist, meine Handfläche, und zu der hier, meiner neuen, wo meine Hand auch komplett ausgefüllt ist, ist diese halt, ja, das ist nicht ausgefüllt. Deswegen muss ich die auch wechseln, weil wenn du irgendwie jetzt wegen Lockdown 2, 3, 4 Stunden mal einfach nur ununterbrochen am PC sitzt und deine Maus halt die ganze Zeit benutzt und es tut einfach dann irgendwann mal hier auf der Handfläche weh, weil es einfach ein Hohlpunkt ist. Ja, aber sonst, sie hat halt einen Ausschalter, wird durch eine Mignon-Batterie angetrieben, eine AA, hat halt auch diesen Stecker, anstatt das Kabel. Und ich habe die eigentlich von meinem Opa. Mein Opa hat die auch total lange benutzt. Und eigentlich nur der einzige Grund, warum ich die gewechselt habe, weil eigentlich hätte ich die gar nicht gewechselt, weil die einfach nur, ja, die funktioniert halt noch. Und sie stört nirgendwo, einfach nur, dass sie halt wehgetan hat. Und jo, ich habe die auch schon mal versucht zu putzen. Erstmal Maus kaputt machen. Und das Problem ist, du kommst da nicht ran. Du kommst hier nicht zwischen. Und da, um das aufzumachen, musst du halt die Hover-Beschichtung oder Hover-Klebedings, ich nenne es natürlich mal wieder komplett professionell, halt entfernen und eine Schraube lösen, weil ich habe es versucht so aufzureißen, beziehungsweise es auch abzunehmen, aber hier war halt eine Schraube und es geht nicht ab. Und da ich meine Maus noch weiter benutzen wollte, wollte ich das halt nicht abmachen und nur zum Putzen, ja, okay. Weil es stört nicht, aber man sieht es halt auch meist hier oder hier. Okay, das ist jetzt unwichtig, aber man sieht es auch hier. Ja, okay. So, gehen wir zur dritten und letzten Maus. Diese Maus habe ich eigentlich vor 2, 3 Tagen bekommen. Vor 2 Tagen. Und das ist eigentlich eine Infig, Infig, in irgendwas. Auf jeden Fall sieht man hier das Logo.
Ich bin total zufrieden mit der Maus. Seitdem ich die benutze, bin ich einfach nur angetan von ihr. Das ist meine Freundin. Und es ist halt, diese Maus ist super. Also, sie hat 6 Tasten. Die 2, das Mausrad, das DPI, die DPI-Taste, wozu ich gleich was sage. Und die 2 frei programmierbaren Tasten, die zum Game einfach super sind, weil du halt die 5. und 6. Taste auch da benutzen kannst. Und irgendwelche Special Funktionen wie Nachladen oder so, kannst du halt einfach so machen. Und da musst du nicht R drücken. Super Sachen. Dann, wie ihr gesehen habt, hier unten gibt es keine Batterie. Die wird durch ein Micro-USB aufgeladen, was eine super, super, super Sache ist, weil ich kann es einfach nur an meinen PC anschließen mit einem Micro-USB-Kabel und das war's. Dann kann ich sie immer noch benutzen und dann leuchtet hier ein blaues Licht. Ich weiß nicht, wie ich das ansonsten anmache, das blaue Licht, aber okay. Hier steht CPI auf Englisch, genau, aber DPI halt ist die Mausempfindlichkeit. Da gibt es 3 Stufen, ich benutze immer die schnellste, weil ich ein schneller Typ bin, haha. Und es gibt hier halt auch den Laser hier oder den Sensor oder was, wie, ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann gibt es hier den An- und Ausschalter und es gibt hier noch eine Taste, was richtig nice ist. Nämlich kannst du zwischen 3 Funktionen wechseln. Kannst einmal 2,4 Gigahertz, Entschuldigung, wechseln. Das ist genau dann wie bei der Maus, einfach nur der USB, der das Kabel ersetzt. Aber ich benutze den nie. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt so, yo, du musst doch deine Maus irgendwie verwenden und mit Kabel ist doch kacke, meintest du. Ja, ich benutze ja meine Maus, einfach nur über Bluetooth. Nämlich gibt es hier Bluetooth 5.0 und Bluetooth 3.0. Ich weiß nicht, ob meine Kamera jetzt gerade fokussiert. Nee, meine Kamera hat keinen Bock. Aber ist eine China-Maus, hat 500 mAh, sehe ich gerade. Okay, das ist krass. Ist eine China-Maus und ich habe sie erst seit 3 Tagen, aber ich glaube, die ist sogar besser als eine Razer Death Rider oder wie auch immer sie heißt. Ich weiß es gerade nicht, weil ein Freund von mir, ein Schulfreund, hatte auch eine Death Rider oder Death Rider. Ich weiß es nicht wirklich. Und die Maus war halt, also ich mag Gewicht auf der Maus, weil die wiegt, keine Ahnung, die wiegt 20 Gramm oder so. Die hat schon ein gutes Gewicht, aber plus Kabel mit halt 40 Gramm und die wiegt halt die ordentlichen 66 Gramm. Und ich liebe es halt, irgendwas in der Hand zu haben. Das ist das Gleiche, wenn du eine Kartoffel in der Hand hast, ja. Also dann hast du halt was in der Hand und dann fühlst du richtig, dass du was in der Hand hast und nicht so, dass du deine Maus irgendwie so bewegt hast und die fliegt dir nach Alaska. Das wollte ich von Anfang an nicht. Deswegen, ich bin von der total angetan. Ich habe die für 30 Euro bei Amazon gekauft, beziehungsweise meine Eltern haben das gekauft und ich habe das Geld dann gegeben. Aber die Maus ist einfach super. Ich hatte noch nicht das Verlangen, die zu putzen, weil die noch sauber ist. Noch. Aber ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich versuche mal den Link davon in die Videobeschreibung zu schicken. Vielleicht ist sie jetzt schon teurer geworden, vielleicht ist sie günstiger. Ich weiß es nicht, muss mal nachgucken, werde ich ja in der Nachbearbeitung dann sehen. Aber ganz klarer Sieger bei mir von allen Mäusen, die ich bis jetzt benutzt habe. Da sind irgendwie 10 Stück oder so bei Freunden, bei Familie und so weiter. Und jo, das waren meine 3 Mäuse und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schreibt mir einen Kommentar, soll ich noch sowas machen? Ich habe in der nächsten Zeit viel Freiraum, viel Freizeit, viel Aufnahme, Puffer. Deswegen kann ich andere Sachen vorstellen, wie zum Beispiel meine Tastatur oder andere Dinge, die ich halt oft benutze. Und jo, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.